Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier von der Spiel 2019. Neben mir habe ich jetzt den Daniel von Boardgame Circus. Hi! Richtig, hallo! Ja, hi! Ja, ganz ungewöhnliche Kulisse, denn wir sind jetzt hier beim Stand von Cuplex und können den quasi hier für unsere Videovorstellung mit benutzen. Und ja, der Daniel hat natürlich auch was mitgebracht, was ziemlich buntes sogar, nämlich die deutsche Version von Buntes Burano. Das genau. Ist ja die deutsche Version, aber wie hieß es auf Englisch? Walking in Burano. Walking Burano, genau. Ja, und das ist natürlich jetzt bei euch gerade so jetzt just zur Messe erschienen. Und genau, stellt uns doch mal vielleicht kurz vor, was machen wir denn da Schönes? Ja, also das Spiel geht für 2 bis 4 Personen und wir haben das Ziel hier in der Auslage, 5 Häuser zu bauen. Und immer wenn ein Haus vollständig ist, bekommen wir auch Gäste oder Einheimische, die da einziehen und die geben uns am Ende Punkte für die Merkmale auf den Karten. Also ich sammle quasi Merkmale in Karten, die ich eben nach gewissen Regeln anbauen muss, kommen wir ja gleich zu, um dann am Ende mit den Personen, die ich bekomme, Punkte zu haben. Und du gewinnst natürlich mit den meisten Punkten. Ja, hört sich natürlich erstmal recht nüchtern an, aber klar, so im Endeffekt ist das Spiel. Also ich habe es schon einmal gespielt, deswegen, ich verstehe es jetzt, aber so mit Merkmalen, das sind natürlich jetzt Blumentöpfe mit gemeint, genau. Das sind Katzen mit gemeint, das sind Markisen, farbige Markisen mit gemeint und so weiter und so fort. Ja, erzähl mal weiter. Genau, also du schaust eben nach genau diesen Dingen in der Auslage. In deinem Zug, wenn du an der Reihe bist, dann nimmst du Karten aus der Auslage. Das geht so, dass du immer von außen nehmen musst, also sprich entweder von unten oder von oben. Man kommt zunächst nicht an die mittlere Karte ran. Und für jede Karte, die man nicht nimmt, also die in einer Spalte liegen bleibt, bekommst du noch eine Münze zusätzlich. Also ich würde jetzt zum Beispiel 2 Karten hier nehmen, erhalte noch eine Münze aus dem Vorrat in meinen eigenen und dann kann ich diese Karten bei mir anbauen und da gelten gewisse Bauregeln. Man kann nicht einfach ein Dach bauen, wenn mir darunter die Stockwerke noch fehlen. Dann müsste ich eine dieser Stockwerkskarten hier, also diese Gerüstkarten nehmen und die dann quasi zunächst einbauen. Davon hat jede Person 2 Stück und dann könnte ich auch das Dach da drauf setzen. Auf die Weise baut man Häuser fertig. Wenn zwischendurch Karten eingelegt werden, dann kann man das Gerüst auch wieder entfernen und anderweitig benutzen. Und erhält, wie gesagt, immer wenn ein Haus vollständig gebaut wurde, eine wertende Person. Wichtig ist dabei die Bauregel. Man darf im Grunde genommen nur ein gleichfarbiges Haus bauen und man darf auch nicht 2 gleichfarbige Häuser nebeneinander bauen. Wenn man diese Regel aber brechen möchte, wie ich das jetzt hier gemacht habe, also dass ich sage, ich baue ein gelbes Dach auf ein rotes Haus, dann kann ich einen dieser Marker abgeben, zurück in den allgemeinen Vorrat und darf die Bauregel brechen. Breche ich in einem Zug mehrere Bauregeln, also die, die Farbe des Hauses betreffend und auch die, die Nachbarschaft des Hauses betreffend, dann muss ich trotzdem nur einen Marker abgeben, der quasi am Ende einfach sagt, dass ich 3 Punkte weniger bekomme, denn für jeden nicht genutzten Marker erhalte ich am Ende nochmal die 3 Punkte. So kannst du also auch die Regeln im Prinzip brechen und quasi die 3 Punkte abgeben, um für dich ein besseres Ergebnis hinzukriegen, indem du eben die Merkmale sammelst. Ich habe das so nüchtern Merkmale genannt, also gewertet werden zum Beispiel Blumentöpfe, Grünpflanzen, Katzen, Schornsteine, Markisen, Laternen von den Leuten, die quasi die Häuser anschauen. Also das sind immer Wertungen, die das Haus darüber betreffen. Wenn ich mir die Karte nehme, dann wertet sie, hier liegt ja schon einer, dann wertet sie also genau das Haus darüber. Und diese Einheimischen, die bereits in Burano wohnen, die werten immer einen gewissen Bereich. Also die ältere Dame, oder nennen wir sie Oma, die wertet zum Beispiel immer ein Set aus Markisen. Rote und blaue Markisen, für jedes Set zusammen gibt es 4 Punkte. So versucht man quasi beim Nehmen der Karten zum einen auszubalancieren, wie viele man nimmt, wie viel man aber auch bauen darf. Also sprich, wie viel Geld man bekommen möchte und wie viele Karten. Da gibt es auch Limits, ein Handkartenlimit von 3, ein Münzlimit von 6. Und beim Bauen dann einfach eben ein Haus mit den entsprechenden Merkmalen zu bauen, um dann die Touristen und die Einheimischen zufriedenzustellen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Genau. Das Ganze geht, bis eine Person 5 Häuser gebaut hat, die vollständig sind. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Die Katze ist hier der Rundenmarker. Und dann wird eben auf dem Wertungsblock hier eine Punktewertung gemacht. Genau, so ist der grobe Überblick von Buntes Burano. Gut, ich sag mal, du hast jetzt Regeln, die man brechen kann, beschrieben. Mhm. Vielleicht der Vollständigkeit halber, weil das wäre jetzt quasi eigentlich nicht regelkonform, weil ja immer halt irgendwie ein Stockwerk drunter sein muss, beziehungsweise wenn man natürlich den Boden baut. Ja. Also es gibt ja quasi brechbare Regeln und nicht brechbare, also jetzt beim Anbauen. Jetzt, Also kein Stockwerk darf in der Luft schweben. Genau.
Das hatte ich kurz drin vorhin, ich habe es wieder rausgenommen, weil hier schon zwei liegen. Ja, jede Person hat zwei von diesen Gerüstkarten und wenn die erstmal verbaut sind, dann kann man natürlich auch nicht so weiterbauen. Dann müsste ich erst zu einem späteren Zeitpunkt die Karte ersetzen. Hier würde ich jetzt auch wieder eine Regel brechen, also den Marker abgeben und dann hätte ich wieder die zwei Gerüstkarten und könnte theoretisch damit auch einfach schon das nächste Haus beginnen. Genau. Nee, jetzt habe ich ja wieder gemogelt, ich müsste die auch noch haben. So, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Genau, genau. Nicht, dass er jetzt ja, also ist natürlich so. Jetzt nur für die Vorstellung, ja. Und der Clou ist ja jetzt, wenn die anderen an der Reihe sind und nehmen, haben sie eine etwas reduziertere Auslage. Ja. Deswegen wandert ja auch das Kätzchen weiter. Also das heißt, jeder kommt natürlich mal dran und hat die volle Auslage. Aber die weiter hinten sitzenden Personen, die müssen eben nehmen, was dann da liegt. Das kann nachteilig sein, weil weniger da ist. Das kann aber auch Vorteile haben, denn ihr erinnert euch, man kommt ja an die mittleren Karten nicht ran, solange oben und unten noch eine liegt. Wurde die aber schon weggenommen, ist dann die mittlere Karte jetzt auch frei verfügbar. Wenn das alle gemacht haben und haben irgendwo ihre Karten rausgenommen, dann wird bei Rundenende jeweils neu aufgefüllt. Das heißt, die Karten rutschen rüber und von den Nachziehstapeln wird dann wieder aufgefüllt, bis alles da liegt und die erste Person, die die nächste Runde beginnt, hat die volle Auswahl wieder von allen Karten. Es ist ja, glaube ich, auch so, dass wenn jetzt das Spielende erreicht, die Spielendebedingung, also jemand fünf Häuser gebaut hat, dann wird ja die Runde noch zu Ende gespielt. Genau. Ja, ist quasi jeder gleich oft dran. Deswegen gibt es eben diesen wandernden Marker, der ja dann auch dazu dient, zu verfolgen, nicht nur zu verfolgen, wann wer dran ist, sondern auch, wo die Runde endet. Genau. Vielleicht noch ganz interessant, also von diesen Gästen darf man auch mehrere einbauen. Von den Einheimischen darf man in seine Häuserzeile nur eine Person einbauen und da sind stets weniger dabei als Personen mitspielen. Also da findet natürlich auch irgendwo ein gewisser Wettbewerb, ein gewisses Rennen darum statt, die richtigen Personen für sich rechtzeitig zu holen und so ein bisschen Timing einfach im Blick zu behalten. Okay, vielleicht noch eine Frage, die mich interessieren würde. Was habt ihr als jetzt Boardgame Circus für die deutsche Version? Habt ihr noch was redaktionell gemacht oder habt ihr quasi in Anführungsstrichen nur übersetzt oder ist das wirklich schon das Material, so wie es auch in der englischen Version war? Das Material selbst ist sprachneutral, also daran mussten wir tatsächlich jetzt auch nichts ändern, wollten wir auch nichts ändern, weil wir haben uns das ja im Prinzip so ausgesucht und gesagt, das passt total gut bei uns rein. Wir haben an der Spielanleitung und der Regel tatsächlich noch gesessen und redaktionell Dinge, die im Original unklar waren und nicht zur Zufriedenheit der Spielenden geklärt werden konnten, sage ich mal, durch ein Blättern in der Regel, so bearbeitet, dass bei uns jede Frage beantwortet wird und keine offen bleibt. Also das wurde nicht einfach übersetzt. Das machen wir aber auch nie, wenn wir lokalisieren, sondern das wird natürlich auch nochmal Tests unterzogen bei uns. Da wird herausgefunden, welche Schwierigkeiten ergeben sich möglicherweise aus der Originalspielregel und dann wird das entsprechend bei uns neu bearbeitet. Genau. Okay. Gut, ja, sehr schön. Das war jetzt wirklich eine Kurzvorstellung von Buntes Porano. Wirklich cooles Spiel, hat mir echt gut gefallen. Wie gesagt, hatte ich schon gespielt gehabt. Ja, danke Daniel für die Vorstellung. Gerne, macht's gut. Ciao.